Ja, wir sind heute wieder bei LVD Krone. Ich habe mir wieder ein 7R gemietet. Oh, und hier 8R370. Neue Maschine, gerade abgeladen. Geil. Ja, hier hinten steht ja noch Erntetechnik und so weiter. Bisschen Häcksler, können wir uns da gleich nochmal angucken. Ja, hier haben wir einmal das Produktsortiment stehen. 8R, das müsste ein 6R oder 6M sein. 6100M. Oh Gott, 6R250. Schick. Ja, und diese Rückleichten, die werden auch schon seit 15 Jahren verbaut oder was. Die 6020er Serie hatte die ja schon. Da werden die auch schon seit 20 Jahren verbaut. Hat sich bewährt. Rundballenpressen, Dalbo-Walze. So eine Maschine hatten wir auf meinem Lehrbetrieb. Lemke-Drille. Ja, und hier haben wir eine variable Presse mit den Gurten. Von John Deere bekannt. Hier auch. Sagst du, Maisernte geht los, ne? Gut, ne? Ja, hier kann man mal schön sehen an so einem zusammengeklappten Maisgebiss, wie diese Messerscheiben, also diese Scheiben schneiden den Mais ja ab und dann diese Finger drehen sich ja mit und führen die Stängel dann dem Gebiss zu. Und das ist ja hier alles über so eine Winkelgetriebe angetrieben. Also wir haben quasi diese Scheiben, die den Mais abschneiden und dann diese Scheiben, die halt den Stängel führen und dann der Maschine zuführen. Ja, hier haben wir dann die Gebrauchtmaschinen stehen, die dann irgendwie in Zahlung genommen wurden oder was. Guck mal hier, das ist ein ökologisch vertretbarer Schlepper hier mit Grünbewuchs drauf. Geil. Was haben wir hier noch? 6030. Oh. Hier Buchhalterbereifung. Kleinste, was geht. Was haben wir denn da? 480 70 R30. Muss wohl ein Flügeträger gewesen sein, wa? Ja, 7R alte Generation, 7R neue Generation. Sieht man ja schön die Designunterschiede an der Motorhaube. Wenn man mal so rauf guckt. Ja, alte Kabine. Und dann hier natürlich vorne schön mit Reifenregeldruckanlage, ein 6250R und schwarze Felgen. Geil. Kostet 130 netto, siehste. So, hier ist nämlich gleich Feierabend. Wir gehen jetzt nochmal kurz über den Platz hier und dann ab nach Hause. Ja, hier nochmal ein bisschen Gebrauchmaschinen stehen. Teleskoplader, Schlepper mit Frontlader, bisschen Wender, Schwader, ja, Mähdrescher. Gut, das Wetter wird nicht besser. Es geht ab nach Hause. Ah. Ach Leute, immer wieder schön. Dieses Fahrgefühl, einfach nur schön. Ja, wir haben wieder ein 7R 350, genau wie beim letzten Mal.
Diesmal ein bisschen unterschiedliche Konfigurationen, was die Bereifung angeht. 7-10er Reifen hinten, vorne 650. Der Schlepper ist gerade erst von der Vorführung zurückgekommen. Haben da irgendwie Bodenbearbeitung mitgemacht gegen 936. Jetzt haben wir den Schlepper wieder für ein paar Tage und ja, wollen ja noch mal ein bisschen Arbeit verrichten damit, ne? Ja, die engen schleswig-holsteinischen Feldwege. Aber sie ist wenigstens so nett, fährt zurück. Anstatt sich hier irgendwie vorbei zu quetschen, das ist wirklich super. Danke. Aber das ist das. Hier muss man so aufpassen, wenn man hier um die Kurven fährt. Das sind teilweise scharfe Kurven und die Autofahrer, die ballern hier lang wie Sau, ne? Ja, hier, Berufskollegen am Buddeln auf dem Acker. Drainage machen. Dieses Wochenende, also heute ist Freitag, wäre eigentlich Trecker-Trek in Westerrade gewesen, am Samstag. Das wurde jetzt leider kurzfristig abgesagt aufgrund der Witterung, weil wir hatten jetzt über Nacht wieder ja, 7-8 Liter Regen. Jetzt gerade sieht das Wetter gut aus, aber ihr seht da am Horizont, ne, typisch für den April haben wir hier wieder ein Wechselbad der Gefühle aus Regen, aus Hagel, aus Wind, aus Sonnenschein. Das war genau das gleiche Problem letztes Wochenende. Letztes Wochenende war nämlich Trecker-Trek in Wagendorf 2. Das ist nicht weit von mir entfernt, also das ist quasi direkt bei mir vor der Haustür. Die Veranstaltung sollte Samstag und Sonntag gehen. Samstag war der Auftakt mit Nightpulling und Zeltfete. Oh, da kommt ein schöner Deutz entgegen. Moin! Also Samstag war der Auftakt mit Nightpulling und Zeltfete und Sonntag wäre dann ja, die große Trecker-Trek-Veranstaltung gewesen. Samstag hat es stattgefunden, dann hat es in der Nacht von auf Sonntag so viel geregnet, dass ja, das kurzfristig abgesagt wurde, was natürlich sehr schade war. Ich hatte Samstag keine Zeit, von daher wollte ich Sonntag hin. Ja. Veranstaltung abgesagt, jetzt Westerrade abgesagt. Das heißt, ich war dieses Jahr noch auf keiner einzigen Trecker-Trek-Veranstaltung. Gibt's ja gar nicht. Andere waren da, wie zum Beispiel Schnacki, der war am Samstag schon da gewesen und Hendrik Lindemann war auch da. JP Agrar war da, also alle waren da, außer Lukas, der war nicht da. Naja, kann man nichts machen, ne? Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Hier ist ein Teppich rein, also wir haben auf dem normalen Kabinenboden Teppich drauf und darauf nochmal so ein Pappkarton hier. Ey, das baut so doll auf, dass ich das Gaspedal gar nicht voll durchtreten kann. Ja, das passiert natürlich immer, wenn man das Frontgewicht anhängen will, ne? Bricht die Palette einfach in der Mitte durch. Scheiße. Pass, dass das nicht nach vorne überkippt. Jetzt müssen wir irgendwie ein Stück zurückfahren und das Frontgewicht wieder raufziehen. Das ist ja mal auf ganz entspannt und Gewicht haben wir dran und jetzt pumpen wir Vorder- und Hinterreifen noch ein bisschen auf. Auf, jetzt haben wir 1,5 bar, genau, und dann geht das rund. Hier sieht man ja nochmal, so können wir natürlich nicht arbeiten mit diesem Reifenwulst. Wir sind jetzt bei 1 bar und deswegen müssen wir noch ein bisschen mehr reinknallen. Alter und neuer John Deere treffen aufeinander, wa? Geil. Wir müssen hier nochmal ein Teil nachfertigen und zwar das hier, was da liegt. Das ist so ein Verschleißblech. Mist. Da müssen wir nochmal. Dann will er den heute nicht. Einmal nachfertigen. Sonntag, der hat keinen Bock.
Das ist das Blech, was hier auf dieser Seite sitzt, hier an dieser Stelle eigentlich. Das ist kaputt. Und jetzt haben wir das von der anderen Seite als ja, Vorlage und können das dann 1:1 nachfertigen quasi. Ja, wir sind heute hier in einer Baumschule, die Straßenbäume produziert, sieht man ja auch hier. Und die Fläche ist verpachtet, hier soll Mais hin und dementsprechend kommen die rein jetzt weg. Hier liegt noch ein bisschen Gebüsch, ein paar Stummen sind hier noch drin, die werden noch rausgefräst. Ja, ich würde sagen, wir legen los. Ich habe übrigens nochmal abgegradet und hier eine Gummimatte rangebaut, dass jetzt wirklich kein Mulchgut mehr gegen den Trecker fliegt. Kann man ja erkennen, ne? Ja. So, ab nach Hause und dann ist Feierabend. Ackermatch. Fendt Vario am Pflügen. Was ist das? 700er ist das, glaube ich. Guck mal, der ist auch bald fertig. Pflügt jetzt noch die letzte Bahn, dann Vorgewende und dann hat er es auch geschafft. Moin Moin, ja, heute geht's weiter. Ich habe die letzten Tage auch mal ohne Kamera noch ein bisschen was gearbeitet. Heute müssen wir nach Hamburg in so einen Stadtpark und irgendwie so ein paar einzelne Sachen machen. Genau, ich muss mal gucken, wie ich euch da mitnehmen kann. Wetter ist gut und ja, dann würde ich sagen, wir machen uns auf den Weg. Durch Hamburg ist natürlich immer Premium. Ist das nicht herrlich, diese Sommermorgen? Einfach nur gut. Ist noch kühl draußen, die Sonne scheint. Wird ein warmer Tag. So, jetzt hier nochmal ein kleines Stück gemacht. Einmal vor, einmal zurück. Weil der Park soll umgestaltet werden und überall, ja, wo halt irgendwelche Stümpfe oder was sind, muss es halt weg, ne? So, fahren wir hier mal lang. Hier ist eine große Fläche, die wir gemacht haben, gemulcht und einmal tief durchgearbeitet. Dann haben wir hier vorne ein kleines Stückchen. Das kann man jetzt, glaube ich, schlecht erkennen auf der Kamera. Da ist ein kleines Stück und hier ist halt die große Fläche, die wir gemacht haben. Ne? Ein paar dicke Wurzelstümpfe, die ich nicht wegbekomme mit der Fräse, haben wir drin gelassen. Da soll eine Liegewiese entstehen. Und ja. Ja. Genau, hier entsteht eine Liegewiese und dann haben wir hier noch ein paar kleine Inseln gemacht. Ja, so sieht's aus. Hier vorne sieht man ja, bei den Bäumen haben wir noch was gemacht. Also überall so kleine Stücke Arbeit, ne?
Ja, da haben wir unseren 7R stehen. Den Schlepper hatte ich jetzt anderthalb Wochen und werde ihn dann heute bei LVD Krone zurückgeben. Wir gucken uns gleich nochmal ein paar Sachen von außen an. Ein paar Sachen, die ich mag und die ich nicht mag, sind mir noch aufgefallen. Ich hatte ja im letzten Video schon einmal ein bisschen, ja, den Schlepper Revue passieren lassen und ein bisschen was zur Bedienung erklärt. Gestern hat, glaube ich, Hof Vogelsang noch, das war gestern, glaube ich, ja, ein Video und Fazit zum 7R290 veröffentlicht. Das habe ich mir natürlich auch angeguckt. Der Schlepper von Hof Vogelsang, den sie ausgeliehen hatten, hatte ja dieses, diese reaktive Lenkung. Die haben wir hier nicht drin. Also jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Da muss ich gleich nochmal nachgucken. Aber das wäre natürlich auch mal interessant, nochmal ein 7R mit reaktiver Lenkung zu fahren, ne? Ja, also die erste Sache, die mir aufgefallen ist, ist, ich weiß nicht, ob der AdBlue-Tank nicht ordentlich dicht ist oder ob der einfach immer so voll geknallt wurde, dass das hier raussuppt. Aber hier läuft immer AdBlue aus. Ich habe das hier schon mal ein bisschen abgekloppt, aber da sifft immer AdBlue raus. Keine Ahnung warum. Ich nehme ja abends immer den Starfire 7000, den wir hier drauf haben, ab. Und der Zugang ist nicht gut. Also ich sag mal, eigentlich sind wir ja mittlerweile da angekommen, dass, ja, zumindest auf den großen Betrieben, wenn die Schlepper nicht in der Halle stehen, jeden Abend die Empfänger runtergenommen werden und eingeschlossen werden, weil die gerne geklaut werden. So, und das heißt, man muss dann hier diese Leiter hoch. Das ist ja auch alles schön und gut. So, aber jetzt stehe ich halt hier und ich muss nach da. Da haben wir Gott sei Dank einen Tritt. Aber das heißt, ich muss jetzt hier an der Seite lang auf den Kothügel, der auch jetzt nicht irgendwie sehr stabil wirkt. Und dann hier rauf kann ich mich hier festhalten und kann dann hier den Empfänger abnehmen. Wenn ich den Empfänger in der Hand habe, ja, habe ich die Wahl. Entweder hier wieder vorbei oder über den Reifen, über die Fronthydraulik nach vorne runter. Mit einem Empfänger, der, was weiß ich, 10.000 Euro kostet. Das ist jetzt nicht so geil. Und was mir noch aufgefallen ist, der Arbeitsscheinwerfer klappt sich immer von alleine so nach oben. Das habe ich jetzt schon bei mehreren 7R-Modellen beobachtet, weil halt die SCR-Anlage und der Auspuff dann halt vibrieren und dann vibriert. Der ist festgeklemmt, ne? Also jetzt die Schraube da noch fester anballern, würde ich bald behaupten, geht gar nicht. Aber das habe ich schon bei mehreren Schleppern beobachtet, dass dieser Scheinwerfer immer so hinwandert. Und dann schießen wir damit die Flugzeuge ab. Ansonsten, das ist der Weg, den man dann halt mit dem Empfänger runtergehen muss, ne? Ansonsten wirklich ein echt schöner Schlepper. Ja, wir haben hier bei dem 7R ja die Möglichkeit mit diesem Easy Ballast. Das heißt, hier gibt es für die 7R-Baureihe dann hier unter eine hydraulische Aufnahme und ein Unterflurgewicht, was wir halt dann ganz einfach hydraulisch aufnehmen und absenken können. Das hatte Hof Vogelsang auch erklärt. Genau, das hatte ich hier noch vergessen zu erwähnen. Das gibt es nur bei der 7R-Baureihe. Echt eine coole Sache, vor allen Dingen jetzt für so einen Betrieb wie ich. Wenn ich jetzt noch irgendwelche schwere Grundbodenbearbeitung machen würde, ja, das heißt mit der Umkehrfräse hinten dran so leicht wie möglich, weil hier brauchen wir keine Zugkraft, ne, auf der Straße, und mit der Fräse hinten dran so leicht wie möglich. Und wenn man jetzt auf schwere Bodenbearbeitung umsatteln wollen würde, brauchen wir ja den Schlepper schön aufballastiert, ne, weil Zugkraft ist ja unter anderem ein Resultat aus Eigengewicht des Schleppers. Und wir haben hier ja auch keine Hinterradgewichte dran und nix, weil hier Halter für Zwillingsreifen dran sind. Das heißt, jetzt wäre so ein Unterfluggewicht, wo man einfach rüberfährt und sich das hydraulisch aufnimmt und das unterm Schlepper liegt, das wäre eine coole Sache, ne? Da hätte man in 2 Minuten den Schlepper um, weiß ich jetzt gar nicht, 2 Tonnen, glaube ich, aufballastiert. Ich muss nochmal nachgucken, ich schreibe es euch unten rein. Wo gibt's das, ne?
was direkt auffällt, wenn man die Motorhaube aufmacht, ist, dass wir hier hinten extrem viel Platz haben. Also wir sehen, wir haben hier den Turbolader verbaut und auf der anderen Seite das Abgasrohr, was dann rüber geht. Aber dieser ganze Bereich hier hinter dem Lüfter, hinter der Wasserpumpe, dieser ganze Bereich hier ist komplett leer. Bedeutet, dass der Motor extrem tief im Rahmen eingebaut ist. Ergo, wir haben hier einen sehr niedrigen Schwerpunkt bei diesem Schlepper. Also der Motor, der ist wirklich auf dieser Höhe, hört er auf, ne? Hier hört der Motor auf und ist dann quasi hier unten tief im Rahmen eingebaut. Und wenn man sich das mal von hier hinten anguckt, dann sitzt hier auf der Höhe sitzt der Motor. Also sehr niedriger Schwerpunkt, sehr viel Platz da oben. Und was bei diesem Schlepper ja besonders ist, dass wir hier wirklich einen Kühltunnel haben, der seinem Namen alle Ehre macht. Wir können ja mal hier an der Seite das Blech abnehmen. Auf der anderen Seite können wir auch nochmal die Klappe aufmachen und dann können wir quasi durchgucken durch den Kühltunnel. Das finde ich wirklich eine sehr coole, ja, Lüfteranordnung. Was man natürlich denn hat, hier, so sieht die ganze Nummer dann aus. Ja, man kann den Kühler natürlich schwer von der anderen Seite reinigen. Hier an den Kühler kommen wir von oben ran. So, und der Kühler, sieht man ja, geht dann hier nach unten durch und da hinten sammelt sich auch schon Dreck an. Wir haben bei diesem Schlepper keine Frontzapfwelle verbaut. Hätten wir eine Frontzapfwelle verbaut, wäre hier das Frontzapfwellengetriebe drin. Also das heißt, hier ist die Zugänglichkeit zum Kühler von dieser Seite jetzt noch gut. Hätten wir hier eine Frontzapfwelle verbaut, wäre die Zugänglichkeit sehr schlecht. Ja, aber das finde ich wirklich eine sehr interessante technische Lösung, um hier vorne den Kühler zu reinigen. Also dieses Kühlerpaket, was hier noch vorsitzt, können wir die ganze Nummer ganz einfach aufklappen. Also wir haben hier ja den Klimakühler und ich weiß gar nicht, was ist Dieselkühler, glaube ich, noch. Ne? Können wir denn so aufmachen und dann kommen wir hier an alle möglichen Elemente leicht ran, um das zu reinigen. Ja, also wirklich, muss ich ehrlich sagen, was Wartungszugänglichkeit bei diesem Schlepper angeht, ist das wirklich eine schöne Sache, auch mit dem Kühlmittelbehälter hier oben drauf. Da kommen wir ja auch wirklich gut hin. Wir haben eine Motorhaube, die ja viel Raum oben lässt, um auch wirklich von oben was zu machen. Ja, wir haben den Schlepper jetzt gestartet, was natürlich immer so ist, ne, wenn wir den Batteriehauptschalter aus hatten, dann dauert das halt sehr lange, bis das Display hochgefahren ist. Und was ich gerade jetzt auch noch mal als erwähnenswert erachte, ist halt die Hubkraft, ne? Also die Umkehrfräse hier ist ja nicht gerade leicht, aber der Schlepper, gar keine Probleme, das Gewicht zu heben, hebt zügig. Was natürlich der Vorteil an diesem Schlepper ist, ist die Größe, die Baugröße im Vergleich zur Motorleistung. Also wir haben hier jetzt Topmodell 350 PS, haben wirklich einen sehr kompakt gehaltenen Schlepper mit einem relativ kurzen Radstand. Der Radstand übrigens im Vergleich zum 8R unterscheidet sich zum 7R gar nicht groß. Der 8R baut einfach nur viel weiter nach vorne auf. Ja, habe ich mir neulich nämlich mal in den technischen Daten durchgelesen und das fand ich sehr interessant, dass 7 und 8R fast den gleichen Radstand haben. So, wir sind hochgefahren hier. Jo, 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 jo. Ja, und dann würde ich sagen, Trecker tanken, ne? Dass wir den ordentlich vollgetankt zurückgeben können und dann machen wir uns auf den Weg. So, ich stehe hier gerade, der hat doch reaktive Lenkung, siehst du? Wusste ich gar nicht. Machen wir mal ein. Nur aktiv, wenn Autotrack aus ist. Okay, ich bin gespannt. Also wie das bei Vogelsang aussah, muss das Fahrverhalten ja jetzt ganz anders sein. Dass man nicht mehr so viel gegenlenken muss. Alter, ich bin richtig gespannt, ne? Ja, es fühlt sich irgendwie... Ja, ich kann es gar nicht beschreiben. Es fühlt sich tatsächlich anders an. Und wenn man jetzt irgendwelche kleinen Lenkbewegungen macht, ne, dann hat man schon das Gefühl, dass man irgendwie gegen eine Hydraulikpumpe so ein bisschen anarbeitet, die die Räder lieber gerade halten will. Aber es fühlt sich jetzt nicht schlecht an. Also das ist ganz im Gegenteil. Das ist sehr, sehr positiv.
Also man merkt richtig, dass die Lenkung die Räder im Geradeauslauf festhält. Und der Clou ist ja, wenn man Lenkbewegung macht, dass die Lenkung sich automatisch dann wieder gerade zieht. Ne? Also wie beim Auto, wenn ich das Lenkrad loslasse, richten sich die Räder wieder geradeaus aus. Und wenn ich die reaktive Lenkung aus habe, dann richten sich die Räder ja nicht von alleine wieder in den Geradeauslauf. Und man sieht ja auch das Symbol, ne? Die Lenkung stellt sich dann immer in die Mitte. Lange Geradeausläufe bei unebenen Straßen, wirklich sehr angenehm. Also sehr cool, wusste ich gar nicht, tatsächlich. Nicht schlecht. Also man lernt immer wieder dazu, ne? Ja, nochmal zur Lenkung. Ich bin jetzt ein paar Kilometer schon gefahren. Also was wirklich einen Unterschied macht, ist, dass ich halt wirklich keine Lenkkorrekturen habe. Also das heißt, wenn ich eine unebene Straße habe, bewege ich mich, der Sitz bewegt sich und dann macht man automatisch immer den hier, ne? Und korrigiert so halt Lunken in der Straße. Das entfällt hier wirklich. Ich würde mal behaupten, das qualifiziert diesen Schlepper hier einmal mehr als Allzweckschlepper und vor allen Dingen als Transportschlepper. Wir fahren jetzt genau 40 km/h bei 1300 Motorumdrehungen. So, und Transportabweis heißt ja nun mal, dass da ein Anhänger hinterhängt. Und die meisten Anhänger sind sowieso nur auf 40 zugelassen. Wenn ich einen 40 km/h Anhänger hier hinter habe und mich wirklich an die 40 km/h halte, fahre ich ja auch mit 1300 Umdrehungen. Ne? Also das sind ja halt nochmal die anderen Sachen. Ich weiß jetzt nicht, bei wie viel Motorumdrehungen denn ein Akkuschlepper fährt mit 40. Wahrscheinlich ja noch tiefer, ne? Aber ich sag mal, Drehzahl reduziert können sie mittlerweile alle. Ne? Und von daher ist der 7R auf jeden Fall ein schöner Kompromiss zwischen Transport und Ackerschlepper, weil er halt schnell aufballastiert ist auf ein hohes Kampfgewicht. Selbst, ja, ich glaube 11 oder 12 Tonnen Eigengewicht mitbringt. Kräftig ist, aber auch halt wirklich sehr gut und kompakt als Transportschlepper eingesetzt werden kann. Ja. Nochmal, um euch das zu verdeutlichen, ich habe die Lenkung ausgemacht. Und dadurch, dass ich jetzt immer den Lenkbefehl vorgebe und die Lenkung so stehen bleibt, wie ich das Lenkrad eingeschlagen habe, muss ich halt viel mehr korrigieren. Ne? Das heißt, wenn ich einlenke, bleiben die Räder stehen, eingeschlagen. Wenn ich die Lenkung jetzt anmache, zack, und ich fahre los, seht ihr ja, die Lenkung geht gerade in den Geradeauslauf. Ja, das ist quasi der Unterschied. Reaktive Lenkung hält die Lenkung gerade und wenn die reaktive Lenkung aus ist, dann gebe ich den Lenkbefehl vor und so wie das Lenkrad steht, stehen die Räder. Wenn ich jetzt losfahre, zieht der Schlepper sich nicht gerade. Ne? Das ist der Unterschied dazwischen und der ist auch wirklich merkbar. Ne? Und damit beende ich das Video. Abonniert mich auf Instagram, Lukas_Carsten. Abonniert mich hier auf YouTube. Lasst ein Like da. Aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr nicht, wenn wieder ein neues Video hochgeladen wird. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Video. Haut rein! Einmal den Schlepper zurück. Eine Viertelstunde haben die noch auf. Mal schauen, ob wir den noch zurückgeben können hier. Ja, Hof steht wieder voll hier.